Hallöchen und herzlich willkommen zu einem, ja, vorläufig mal angezockt Projekt. Wir spielen Fade to Silence, ein Survival-Spiel von THQ Nordic, das ich persönlich ganz spannend finde. Es ist ein kleines bisschen, vom Groben her, wirkt es ein bisschen wie Conan Exiles. Deswegen habe ich mir gedacht, passt das ganz gut auf den Kanal. Hat mir bislang gut gefallen, was ich so angezockt habe. Aber wir starten natürlich ein neues Spielchen. Und ich sag gleich, wenn es euch interessiert, hinterlasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung. Ich freue mich drüber und so weiß ich auch, ob ich es fortsetzen soll oder ob ich vielleicht aufhören soll damit. Ja, ihr wisst ja, wenn kein Interesse da ist, beenden wir es einfach. So. Wir starten ein neues Spiel und schauen mal rein. Und wir wählen natürlich die Schwierigkeitsstufe Überleben, würde ich sagen. Das ist immer gut. Überleben ist super. Und dann geht's auch schon los. Ja, wie gesagt, mir hat das bislang ganz gut gefallen. Ich habe es jetzt mal so ein Stündchen privat schon angespielt, um es mal so ein bisschen zu testen, um mal so ein paar Mechaniken zumindest hinzubekommen. Ich spiele es jetzt aber auch das erste Mal mit Controller. Vorher habe ich es mit Tastatur und Maus gespielt. Also entschuldigt schon mal ein paar Fails von mir. Ich muss jetzt auch erstmal wieder die Steuerung lernen. Und naja, wie gesagt, ein bisschen was habe ich gesehen, aber noch nicht viel. Schauen wir mal. Schon wieder tot. Kaltes, weißes Fleisch. Ein Fest für die Maden. Aber die Maden werden warten müssen. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Noch nicht. Deine Niederlage ist mein Triumph. Der Kreislauf beginnt von neuem. Ich lebe, weil du mein Atem bist. Bin müde, egal. Okay. Aus der Gruft entkommen. Waffen. Gleich ist es vorbei. Ich verstehe gar nicht, warum will er mich eigentlich wiederbeleben? Und freut sich aber dann, wenn ich wieder sterbe. Und kämpfe. Aber vergiss nie, wenn die letzte Flamme erlischt, gibt es kein Zurück. Okay, mit X können wir einen schnellen Angriff machen. Er ist es Zielerfassung. Okay. Bam. Okay. Mit Y haben wir den heftigen Angriff. Jawohl. Zack. Oh, keine Ausdauer mehr. Bam. Okay. Dein Werk zerstört. Alle sind fort. Du bist allein. Und versinkst haltlos im Verderben. Ich werde dich ertränken. Ja, gut. Ja, hier unten seht ihr übrigens auch schon so eine Art Basis. Die können wir dann auch wieder aufbauen. Habe ich aber, so weit bin ich noch nicht gekommen, muss ich dazu sagen. Ich denke mal, wir werden noch dahin kommen. Boah. Na gut, komm her. Okay, wir können ausweichen mit B, gut. Dann gehen wir dem erstmal so ein bisschen hier. Wir brauchen Ausdauer. Aua, aua. Dann gehen wir dem erstmal dreckig hier. So. Drecksvieh. Okay, einige Gegner können nur plötzlich auf dich losstürmen und explodieren. Das ist dann wohl so einer hier. Ahahaha. Au. Oh. Falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich ausweichen. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich wollte ausweichen. Zu 100%. Es ist mir nicht gelungen.
Okay, hier explodieren die Sachen. Explodierende, aua, Sachen sind ungeil. Teufelsklaue. Oh, shit. Oh, falsche Taste. Dammit. Ich habe sogar perfekt pariert. Dieser Kristall. So. Nur ein weiterer Hort. Ignoriere ihn. Hartes Button-Smashing. Ups. Uff. Button-Smashing war hart. Sehr hart. Ich wusste, dass du zurückkommst. Ich habe die Lichter gesehen. Da oben. Ich hasse diese Dinger. Warum lassen die uns nicht in Ruhe? Das sind miese Schweine. Ich bin jetzt da. Dir kann nichts mehr geschehen. Versprich mir, dass du mich nicht nochmal allein lässt, Papa. Ellie, ich muss Vorräte finden. Wir brauchen Nahrung und Feuerholz. Erinnerst du dich an das Frachtschiff im Gebirge? Das ist sicher voller Vorräte. Das ist zu weit, Ellie. Wir müssen irgendwie klarkommen. Mhm. Okay. So, wir können hier Blutdorn aufnehmen. RT, können wir innere Sicht. Aha. Nutze die verdorbene Weltsicht der Finsternis, um Ressourcen zu finden, die noch nicht von der Verseuchung befallen sind. Okay. Nichts als Visionen. Reflexionen. Deines wirren Geistes. Ignoriere sie. Okay. Wir brauchen die Fackel, damit uns ein bisschen wärmer wird. Und mit A können wir sie wieder wegpacken. Gut. Haben wir das auch. So, wir brauchen 8 Brennholz. Hier haben wir natürlich... Hier haben wir lediglich ein bisschen Fasern und Heilverbände. Okay. Ja, das Spiel hat übrigens eine ziemlich gemeine Mechanik. Es gibt nämlich hier tatsächlich Permadeath. Das heißt, wenn der kleine Bombi zu häufig stirbt, dann wird es den kleinen Bombi bald nicht mehr geben. Das ist dann sehr, sehr traurig, aber es ist so... So, ich suche gerade nach der Sprint-Taste, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen mal kurz in die Optionen gucken. Mensch, Bombardin, was kannst du eigentlich? Wir können schießen, wir können uns umsehen. Ich weiß, hier gibt es Sprinten. Left-Shift ist das. Aber mit Controller? Hält bewegen. Ah, okay. Drücken, um Sprintmodus ein- und auszuschalten. Hab's gefunden. Gut. Alles klar. Hier haben wir noch so eine unheimliche Essenz, was auch immer die bringt. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich habe bislang lediglich Feuerholz gesammelt. Und mich ein bisschen umgeschaut. Und das war ganz lustig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Muss ich sagen. Knackender Schnee. Ach, du bist zu schee. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier so? Also hier in der Umgebung ist irgendwie gar nichts. Wie du willst, friste dein Dasein. Sammle Äste und verdorbene Nahrung. Quäle dich ohne Unterlass. Oder leg dich in dein Grab und warte auf dein unausweichliches Ende. Ja, nee, ich habe jetzt gerade nicht so Bock zu sterben, ehrlich gesagt. Da vorne ist Holz scheinbar, das noch nicht verdorben ist. Das Holz hier ist ja verdorben, das sieht man an diesen komischen roten Ranken da. Oder was auch immer das darstellen soll. So, schauen wir mal, jawohl. Du musst deine Axt herstellen, okay. Also hier können wir lediglich jetzt Feuerholz aufnehmen. 8 Stück benötigen wir ja. Schauen wir nochmal, hier ist noch was. Okay. Der hier ist auch schon kaputt, Menschenskinder. Das ist doch doof.
Es ist kalt. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen... So ein bisschen auf die Wärme achten. Damit uns hier nicht zu kalt wird. Also ich finde die Atmosphäre bislang ziemlich geil in diesem Spiel. Ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt dafür. Hier haben wir Blutdorn. Müssen mal gucken, was die alles bringen. Ich glaube, also ich weiß, Bitterwurzel. Bitterwurzel können wir essen, beziehungsweise zu essen verarbeiten, beziehungsweise zu Nahrung auch verarbeiten. So, was haben wir hier? Heiltränke und Fasern. Nice. Hier ist nochmal... Oh, unverseuchtes Holz. Cool. Ich glaube, wir haben irgendwas... Oh ja, au, au, aua. Aua, 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 aua. Komm her. Oh nein, er will explodieren. Wo rennt er denn hin? Okay. Wahllos durch die Gegend gerannt. Ich glaube, ich ziehe mir mal einen Heiltrank rein. Hier ist irgendwie eine Kiste oder so. Hey, Vorsicht! Schlitzer! Oh! Verdammt! Oh nein! Ist der Mann jetzt tot? Nee, er lebt noch. Oh, unsere Ausdauer ist echt niedrig aktuell. Ah, komm, den kriegen wir down. Der hat gar keine Chance. So. Wo ist der Kerl jetzt hingelaufen? Finde den Überlebenden. Okay, brechen wir das Ding erstmal auf. Boah, ich... Nimm's dir und hau ab. Sie hat es zurückgelassen. Ja, wer denn? Primitive Pfeile. Oh, nice. Ich hau mir nochmal so einen Trank rein. Ich brauche Heilung. Oh, shit. Oh, shit. Ach du Kacke. Oh, und wie ich besser bin. Ich habe halt Ahnung von dem Spiel, Alter. Hey, Kollege. Oh, oh. Ist das alles? Alter, zwei Schlitzer. Ach du Scheiße. Oh Gott. Gut, dass die andere da auch mitkämpft. Oh shit. Oh shit. Wir sind so im Arsch, ey. Verdammte untote Bastarde. So, das Vieh hätten wir. Ach Gott, da sind noch zwei. Aua. Bist du also doch nicht. Ja, hilf mir mal, lieber Schnuckelhasi. Ich sterbe hier gerade. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Aua. Komm weg! Und der andere explodiert gleich. Weg! Shit. Oh, ich lebe noch. Geil, ich lebe noch. Ich lebe noch. Wo rennt sie denn hin? Ich wollte nur sagen, ich lebe noch. Wo ist sie denn? Wo ist denn das Vieh vor allem? Warte mal, wo ist sie denn jetzt hin? Bleib da! Ich habe mich gerade... Oh, der explodiert gleich! Au. Okay, hi. Oh, was? Hardcore drücken! Ich säubere. Ich weiß nicht warum, aber ich säubere. So, ich glaube, ich habe gesäubert. Hi, junge Dame. Das Eismonster. Es wäre wach geworden, wenn du... Hey, du Idiot.
Ich weiß, was ich tue, okay? Hey, chill doch mal. Warum bist du dann weggelaufen? Als ich dich gesehen habe, wollte ich... Hat mir deine Hackfresse einen verdammten Schrecken eingejagt. Och. Wie kann ich das wieder gut machen? Mir meinen beschissenen Bogen ersetzen? Ja, ich... Ich mach dir einen. Da taugt mein zerbrochener Bogen sicher mehr. Ja, ich muss erst mal... Stelle her, primitiver Bogen. Yo. Ups. Ich kann dir eine Fackel geben, wenn du möchtest. So, warte mal, hier ist eine Kiste. Vielleicht haben wir ja genug Zeug für einen Bogen oder so, ich weiß ja nicht. Ja, wir haben Feuerholz, das ist schon mal gut. So, herstellen. Da ist der Bogen. Wir bräuchten Fasern. Können wir noch irgendwie Fasern herstellen? Das ist eine gute Frage. Ja, wir können aus einer Bitterwurzel 2 Fasern herstellen. Und dann können wir deren einen Bogen geben. So. Ich mache es zwar irgendwie ungern, aber ich hoffe, dass die sich einfach uns demnächst anschließt. Diese Flammen der Hoffnung, glaube ich, sind übrigens unsere Leben. So, hi. Bitteschön, hier dein Bogen. Ist der okay? Andere hätten gesagt, verpiss dich weg und wären gegangen. Warum tust du das für mich? Ich kann dich hier draußen nicht wehrlos zurücklassen. Wen nennst du hier wehrlos, du blöder Arsch? Das habe ich gefunden. Gehört sie dir? Ach, die Haarnadel. Sie gehörte einer Freundin. Sie starb, als die Erde völlig den Bach runterging. Tut mir leid. Ich hab da was im Auge. Verdammter Schnee. Ja, ja. Mit ihrer Haarnadel knacke ich Schlösser. Kein Lärm, keine Monster. Hier, greif zu. Ich schulde dir was. Oh, danke. Ja, warum nehmen wir die eigentlich nicht mit? Vic ist eine aggressive Kämpferin und eine harte Gegnerin. Sie flucht wie ein Bierkutscher und deckt all ihre Gesprächspartner ohne Unterschied mit Beleidigungen ein. Ja, warum nicht? Die nehmen wir mit, die brauchen wir. Sie redet nicht viel über ihre Vergangenheit, aber Vic lässt die Leute wissen, was genau sie in der Gegenwart von ihnen hält. Vic hat ein Faible dafür, Dinge zu sammeln, aber hält andere auf Abstand. Tipps. Gefährten werden jeden Tag automatisch versuchen, Nahrung aus deinem Vorrat zu essen. Können sie das nicht, verhungern sie allmählich. Super. Gefährten halten die Lagerfeuer am Brennen und verbrauchen Ressourcen, um es warm zu haben. Sie verteidigen das Lager vor Monstern und können damit beauftragt werden, Dinge herzustellen und zu bauen. Gefährten können dich auf Expeditionen begleiten und die im Kampf verstehen. Ja super, die nehmen wir noch mit, die Frau. Komm. Ich könnte jemanden deines Kalibers im Camp gebrauchen. Verdammt, ich komme mit. Aber das heißt nicht, dass ich bleibe. Ja, ja. Natürlich. So. Ja, cool. Bin losgelaufen, um... Oh. Oh. Finde schnell einen Unterschlupf. Okay. Schneesturm und so. Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, wir laufen heim. Oh. Da funktioniert die Fackel nicht. Ach du Scheiße. Ja gut, dann aber jetzt... Dann jetzt schnell nach Hause, sonst gibt's Frostbeulen. Ich meine, da hinten ist eh schon unser Lager, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier draußen überleben. Ach du grüne Neune. Das ist hier sowas wie der Sandsturm in Conan Exiles. Kacke. Lauf, Bombi, lauf! Alter, der Schneesturm ist echt krass. Holy shit. Oh, ich... Okay, wir sind in der Basis. Nur noch ins Häuschen rein. Ach, laber mich hier nicht voll. Ich überlebe alles. Deine Vorräte sind gefährlich niedrig. Ja, super. Okay, wir machen jetzt gleich mal hier ein warmes Feuerchen an. So,
Fasse zünden. 10 Feuerholz annehmen. Wunderbar. Und pass mal auf, dann... Früher haben die Kinder mich gehänselt. Aber eines Tages habe ich zurückgeschossen. Dann können wir jetzt doch hier Nahrung herstellen aus den Bitterwurzeln. Zack. Aber auf Dauer, glaube ich, brauchen wir irgendwie einen anderen. Nur mit Bitterwurzeln, glaube ich, kannst du nicht überleben. Ich sollte mich ausruhen. Machen wir mal so. Die Nationalgarde hat die Jeepa-Einrichtung weiträumig abgesperrt und eine Sicherheitszone eingerichtet. Aha, das ist gut. Würde ich sagen, oder? Das ist... Uff. So, ich glaube, wir müssen der guten Frau ein bisschen Essen reinlegen, Ellie, oder? Weil sonst... Ich habe jemanden mitgebracht. Aus der Wildnis. Sie heißt Vic. Ich habe sie am Rand des Lagers gesehen. Allein. Ich glaube, Vic ist nicht gerne unter Leuten. Vielleicht wird alles gut. Jetzt, wo der Sturm vorüber ist. Okay, warte mal. Nahrung ist drin, okay. Aber eins würde ich mir ganz gerne nehmen. Ich habe nämlich... Meinem Magen zufolge habe ich etwas Hunger. Okay, jetzt ist besser. Oh, wie gefegt. Finde ich gut. Finde ich gut. Tochter ist auch da. Uns geht's nicht gut. Das ist das Problem gerade. Ich lerne so viel, indem ich dich bei der Arbeit zusehe. Sie ist so unglaublich geschickt. Ja, ja, das glaube ich gerne. So. Ein Heilverband. Träum weiter. Deine Wunden sind viel zu tief. Jetzt sei nicht so gemein, du Arsch. Okay, die Gegend erkunden und überleben ist unser Ziel jetzt. Ja, das werden wir garantiert machen. Aber in der nächsten Folge dann. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung und schreibt einen Kommentar, was ihr von diesem Spiel haltet. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Ciao.